Wir beschäftigen uns mit solchen Dingen immer erst, wenn es eine Krise gibt. Ja. Wenn es richtig wehtut, wenn es brennt, wenn man sagt, sich sein Leben anschaut und denkt, da stimmt was nicht, das muss irgendwie besser gehen. Und das habe ich eben auch getan. Ich war ja gerade 30 geworden und war der Meinung, die anderen sind an allem schuld. Ich bin ja eigentlich ganz nett, aber das Problem sind die anderen Leute. Und dann habe ich angefangen zu meditieren, was erstmal meinen Verstand ein bisschen runtergefahren hat, der es einfach dringend nötig hatte, ein bisschen Ruhe zu geben. Und dann habe ich mich umgeschaut, mehr gelernt, mehr erfahren und festgestellt, dass es diverse Projekte bei mir gibt, die ich verändern kann. Und das habe ich dann alles Stück für Stück verändert. Das hat eine Weile gedauert, also mittlerweile 30 Jahre. Manche schaffen es schneller wahrscheinlich. Und ich finde, das persönliche Wachstum, sich selbst kennenzulernen und sich selbst auch dahingehend zu entwickeln, ein wahnsinnig interessantes Thema. Und diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, die ist erst dann abgeschlossen, wenn wir sterben. Und auch dann nur für dieses Leben. Und das ist, finde ich, enorm spannend. Du hast das Buch geschrieben, die Sehnsucht unserer Seele. Was hat dich dazu bewogen? Alle meine Bücher schreibe ich immer aus Erfahrungen. Also ich schreibe erst dann ein Buch, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es jetzt ein Thema, was mich interessiert. Und die Themen wechseln bei mir, die haben viel zu tun mit einem wachen Leben. Also ich glaube, als erstes geht es darum zu erkennen, wie man lebt. Das heißt, sich selbst zu erkennen, das heißt, Talente zu fordern, zu erforschen, auch zu verstehen, wie man mit Gefühlen umgeht. Das ist ein irrsinniges Thema, was mir immer wieder auffällt, dass die meisten Leute A nicht wissen, wie sie sich selbst beruhigen können und B nicht wissen, was sie mit ihren Gefühlen machen sollen. Sondern die hat man halt. Die Ja. sind halt dann einfach nur da. Und das ist eben nicht so. Jedes Gefühl entsteht aus einer vorherigen Erfahrung und die anstrengenden Gefühle, die werden meistens unterdrückt, statt dass man sie sich anschaut und erkennt. Meistens hat man in der Kindheit was erlebt und die Entscheidung getroffen, das will ich nicht nochmal erleben und versucht alles zu tun, um nicht mehr in so eine Situation zu kommen. Und diese Entscheidungen haben wir manchmal getroffen, da waren wir 4, 5 oder 6 Jahre alt und die brauchen ein Update. Die muss man sich dann irgendwann mal anschauen. Also angenommen, du bist mit 5 wahnsinnig zusammengestaucht worden, weil du was gesagt hast, dann hast du vielleicht als 5-Jähriger beschlossen, jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt bist du 40 und verheiratet mit 2 Kindern und sagst aber immer noch nichts. Und dann entstehen Probleme in deinem Leben, Probleme in deiner Ehe, in deiner Beziehung. Aber in dir ist immer noch der 5-Jährige, der sagt, das ist gefährlich, wenn ich was sage. Und das gilt es dann anzuschauen. Und jeder von uns hat so, ja, Entscheidungen getroffen und die brauchen ein Update.